Herzlich willkommen zur sinnlosen Trailer-Ausgabe des Techtelmechtel-Podcasts. Fangen wir mit dem Esel an. Der Alex sitzt mir gegenüber, virtuell übers Internet angebunden, und ich bin der Clemens. Danke, Alex. Danke. Danke, dass du mich vorgezogen hast, weil, wie schon gesagt, der Esel gehört zuerst, das passt. Was machen wir da jetzt? Also, wir müssen es nicht, aber wir machen das jetzt für Spotify und wie heißt der andere große mit dem Apple? Wir sollten sowas wie einen Trailer machen, ist mir zugetragen worden. Wer das in Auftrag gibt, muss es normal bezahlen, aber okay, bitte. Eigentlich schon, aber mach mal. man sagt, wir sollen uns kurz vorstellen, also, und sagen, was wir machen. Ja, es ist ganz einfach. Also hallo, ich bin der Alex, das andere ist der Clemens, sag einmal hallo. Hallo. Genau, und deshalb machen wir das eigentlich aus dem Grund, weil wir Probleme haben und deshalb haben wir einen Podcast. Ja. Probleme, will ich jetzt auf Problem? Ja, Probleme will ich. Ja, das ist Psychotherapieersatz, weil wir zu geizig sein, das zu zahlen wahrscheinlich. Genau, prinzipiell ist der Techtelmechtel-Podcast eine Selbsthilfegruppe für genau uns zwei und unsere Hörer. Richtig. Und dass unsere Hörer haben als Nebeneffekt auch so eine Art Möglichkeiten, dieser gemeinsamen technischen Therapiestunde teilzunehmen. Ich finde es gut, dass du Hörer gesagt hast, weil Hörerinnen werden wir nicht so viele haben. Das ist der Hörer und Hörerinnen natürlich. Wir haben auch Hörerinnen, das stimmt natürlich. Ja. Wenn man die Folgen hört, merkt man, dass ich zwar sehr darauf bedacht bin, inklusiv zu sein, aber ich als alter Mann schaffe es immer noch nicht, das direkt meinen Wortschatz so einzutauchen, einzubringen, wie es eigentlich notwendig wäre. Leider. Jedenfalls, wir sind eine Selbsthilfegruppe online, alle 2 bis 3 Wochen oder 4, 5 Wochen, keine Ahnung, je nachdem, wie es uns gerade lustig ist. Und wir besprechen technische News und News aus der Wissenschaft und hier und da auch lustige Sachen. Ja, Problem ist leider, wir tun es nie so zuordnen, was welches Segment ist. Also das heißt, ihr müsst immer alles anhören, damit ihr wirklich wisst, wo der lustige Part drinnen versteckt ist. Natürlich, wird dann bitte nicht kennzeichnen. Das wäre furchtbar und Arbeit. Und es wäre Arbeit. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Wir produzieren am untersten Limit. Das heißt, wir haben zu wenig Bandbreite oder was? Nein, wir machen nur das, was notwendig ist, um einen Podcast in die Welt rauszuschubsen. Absolut. Ja. Das ist das Rezept. Wir versuchen, es schlecht zu machen. Naja, auf Phonix sei Dank klingen wir zumindest ganz gut. Nein, es gibt ja leider 2 Möglichkeiten, wie du in Erinnerung bleibst. Entweder du versuchst, den besten Podcast zu machen, das schaffen wir definitiv nicht. Nein. Oder du versuchst, den schlechtesten zu machen. Und ich glaube, das sind wir auch schon gescheitert, aber okay. Wir sind von sowohl als auch weit entfernt, deswegen, wir sind die geborene Mittelklasse. Blanker Durchschnitt. Das heißt, erwartet euch nicht zu viel. Und wenn ihr keine hohen Ansprüche habt, abonniert uns einfach. Okay, ich glaube, damit können wir den Trailer sein lassen, bevor die 5 Minuten um sind. Ja, also wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch viel Spaß. Bis später. Hören von irgendeinem anderen Podcast. Ja, okay. Genau. Bis irgendwann in einem anderen Podcast. Ciao. Tschüss.